So, und da sind wir auch wieder zurück zu Minecraft. Ja, ich habe das Problem mit der Lampe gelöst. Das ist halt wirklich extrem geleckt. Ich habe Minecraft einmal kurz neu gestartet. Ich check mal, dass das an diesem Ding hier in der Mitte liegt. Ja, ich habe es jetzt so eingestellt, dass ich einfach nicht zugreifen kann. Wenn er 1000 erreicht hat, dann soll er mir sagen, und auch unter 1000 ist Lampe gern. Die habe ich jetzt hier hingesetzt. Und ich weiß ja, wenn ich unten bin, oh, ich sehe es dann. 1000 Stück nur noch umarbeiten beziehungsweise umschalten auf Plutonium. Das macht er dann automatisch. Dann schickt er nämlich nichts mehr rein. Beziehungsweise ich kann auch diese Blöcke umarbeiten, die ich noch da habe. Dann haben wir das erledigt, das erledigt, das erledigt. Das Ding läuft ja auch. Das heißt, wir können uns um die nächste Maschine kümmern. Das wären die Teile hier. Ja. Dafür muss ich jetzt schauen, wie viele Kanäle auf der Leitung belegt sind. Sechse. Das heißt, ich habe noch zwei übrig. Einen könnte ich noch dafür nutzen, einen Exportbus zu nehmen und Material reintun. Ich nehme den Exportbus. Da habe ich wieder natürlich keinen. Das ist sorry. Der. Den habe ich Gott sei Dank noch. Nehme den Exportbus und lege ihn hier einfach komplett hoch. Packen das Zeug dann hier rein. So. Muss ich jetzt nur noch sagen hier. Scrap. Scrapboxen. Das war blöd. Jetzt komme ich glaube ich nicht mehr dran, ne? Hoppa. Ich komme da jetzt nicht mehr dran. Jetzt brauche ich noch eine Scrapbox. Card. Wenn das sich einmal füllt, dann ist das okay. Mach das schon mal rein. Muss denke ich reingehen, ne? Ja, komm jetzt so nach und nach. Kommen da welche rein. So, sie können hier noch eigentlich noch eine Karte nehmen. Packen wir mal eben voll. Dann geht er etwas schneller. Stackweise, ja. Passt schon. Zum Glück können wir noch welche craften. Das wird jetzt einfach drin. Dann haben wir das. Köpfboxen werden produziert. Ich müsste dann nur eine Mülltonne machen mit. Beziehungsweise einen Recycler anschließen. Hier habe ich einen Recycler. Ich hatte noch einen produziert. Wo habe ich den hingestellt? Ach, hier oben. Da im Dachgeschoss. Da ist es. Der kriegt die Items von. Von da. Habe ich hier noch einen. Zwei. Habe ich noch 9 Leitungen. Muss ich jetzt gucken. Ich habe noch 2 offen. Das heißt, ich könnte. 2. Nochmal Export passen. Export. Eins. Oh, keine Karten mehr. Machen wir erstmal wieder 10 Stück. Mit Expertbassen und Kapatefiskat. Ich glaube, ich 3 brauchen wir. 2 von denen hier. Und da das Ganze Maximum ausreizen kann, machen wir dann so und so.
mir so alles optimal. Ja, Loch kann ich noch durch. Dann werden auch gleich alle Leitungen belegt. Hier ist jetzt nicht gerade optimal, weil ich hier sagen könnte, ich habe glaube ich noch gelbe Kabel, dass ich bis hierhin ein dickes Kabel lege. Aber irgendwie noch so Kabel, so wenige. Hier Dense Kabel, da 8 Stück. Die sind doch gut. Die sind doch gut, die nehme ich doch gerne. Dann nehmen wir die nämlich weg. Packen wir ein fettes Dense Kabel rein. Das heißt, er kommt damit viel Leitung rüber. Er mit DAPA. Dann habe ich noch wieder ausreichend aus der Leitung. Vielleicht müsste alles online gehen und dann ziehe ich müssen 8 angehen. Da ist es 8 Stück angegangen. So, da muss ich jetzt nur die Karten noch reintun. Karten, die. Die Karten. Da reicht jeweils eine. So. So kurz alles in Ender Punch wieder reinschmeißen. Das. Die brauche ich vielleicht noch, aber da kann ich von hinten zugreifen. Ans Nicken weg. Brauche ich gerade auch nicht. Brauche ich gerade auch nicht. Kann ich mehr wiederholen. So, liebes System. Jetzt muss ich mal schauen. So geht extrem hier vorne. Ja. Das ist, was jetzt nachher wieder durch soll. Das heißt, die Werkzeuge, die kommen, glaube ich, weg. Da oben kann ich auch noch produzieren. Ne, dann nehmen wir mal das Terminal. Und schauen wir mal, haben wir schon Wurzelzeug hier drin? Ne. Ich glaube, ich gebe zu Batterien, die ich nicht brauche. Ne? Ich weiß gar nicht, für was ich die hier nehmen soll, die Single-Use-Batterien. So eine Can. Kann ich auch weg. Da ist auch extrem viel davon. Und dann haben wir noch Wood-Items. Hier, Schilder. Ist Assigner ist das, glaube ich, ne? Ja, kann auch weg. Können wir uns doch zur Not craften. Auch nicht teuer sein. Das ist schon mal so aufkommen. Wir können auch hier die Sachen craften. Na gut. Nichts am Wut, doch da. Machen wir uns eine Steinspitze, eine Hacke. Machen wir uns eine. Schiefern. Oh, können wir noch schiefern. So. Dann kann das natürlich weg. Das Schwert. Ich glaube, dann habe ich alles. Was grob weg kann. Muss natürlich nochmal die Scrapboxen an sich reinschauen. Scrap. Die haben ja auch so eine Rezeptfunktion. Ich drücke immer I fürs Inventar. Genau. Haken. Goldhelm, okay. Schwerter. Leder. Füllken. Minecarts. Minecarts können da weg. Kuchen. Minecarts und Goldhelme. Ah, das sehen wir dann. Wenn es dann da ist. Ach, das ist mal. Ich denke mal, ob ich den nach oben nehmen könnte, aber. Kann ich ja nicht. So. Dann könnte ich nämlich das Ding schon nicht mehr einschalten. Aber hier nicht nur Cake. Heißt glaube ich Cake.
Wenn ich jetzt hier Wood eingebe, den da hinten reinlege, verschwindet er dann schon? Ja, der verschwindet. Gut. Das heißt, wir können das denn einschalten. Gemütlich. Versteht sich. Jetzt sehe ich, jetzt habe ich auch die Lampe an hier. Ist nix. Ah, da kommen die Items runter. Und da saugt die halt auf, dafür müsst ihr halt den Magnet aus haben. Ja, guck mal, da fällt das easy peasy runter. Wir müssen uns um gar nichts kümmern. Das heißt, da kommen die Scriptboxen auch so langsam runter. Storage. Können wir eine Storage-Panel machen, oder? Zack. Und dann nehmen wir uns eine